zitiere nochmal, RTL ist die Wiederauferstehung der nationalsozialistischen Diktatur. Also ich habe mich auch schon viel getraut, über RTL zu sagen, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Erklär es nochmal, was meinst du damit, wenn du sowas sagst? Ich will damit die nationalsozialistische Diktatur beleidigen, weil RTL eigentlich noch viel schlimmer ist, nämlich fortschrittlicher und zuweilen sogar besser organisiert. Was dahinter steckt, ist, dass ich in meinem Programm ja analysiere, wo im heutigen Leben Alltagsfaschismen auf uns lauern und wie wir uns auf diese Systeme einlassen, wie wir sie dulden, wie wir sie ignorieren und was letztendlich mit uns und unserer Umgebung passiert, wenn wir das alles tun. Und RTL steht so stellvertretend für ein sehr, sehr großes System, das uns sehr beeinflusst, das unser Denken, unser Handeln, auch die Themen, über die wir sprechen, maßgeblich prägt in den letzten 25 Jahren, auch mehr werdend, also heute viel, viel mehr als noch vor 20 Jahren. Und das mit leicht pointierter Note zu kolportieren und zu sagen, es ist vergleichbar mit einem System wie dem Nationalsozialismus, ist natürlich nicht ernst, weil RTL erstens niemanden umbringt oder systematisch verfolgt, um Menschen umzubringen, sondern weil RTL erstmal ein Fernsehsender ist, der eine unglaublich große Macht hat, die er zuweilen auch missbraucht. Und das ist eine Sache, die ich gar nicht so schön finde. Ich finde Machtmissbrauch sowieso prinzipiell nicht erstrebenswert und auch nicht zu dulden. Und deswegen muss man das hinterfragen. Wir leben in einer Demokratie, in der auch Künstler die Möglichkeit haben, ihre Meinung sehr drastisch zu sagen, was ich mache, und muss auch RTL mal an den Karren pissen dürfen. Sprich, diese Formate wie Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, aber auch diese ganzen Verblödungssendungen wie Mario Barth und seine Gäste, den hatten wir ja eben schon, einfach mal an den Pranger stellen und sagen, was macht ihr eigentlich mit uns? Also wollt ihr das verarschen? Was soll die Scheiße? Sollen wir Assis zugucken, wie sie sich gegenseitig irgendwie anmachen? Oder haltet ihr uns für so doof, dass wir nicht unterscheiden können, dass dahinter Redakteure stecken, die uns in eine Falle locken wollen? Und diese Falle heißt herablassend sein. Diese Falle heißt, auf Leute runterzuschauen und zu sagen, guck mal, die sind scheiße, wir sind besser. Und das muss man nicht hinnehmen als denkender Mensch. Mhm.